Moin Moin, ich habe dieses für eine Microsoft Surface zugeschickt bekommen und das werden wir jetzt in diesem Video mal auspacken. So, wir gucken natürlich auch uns ein bisschen an, wie ist das Ganze auszupacken, wenn man ein bisschen gehandicapt ist, möchte ich mal sagen. Aber ihr wisst ja, für mich ist nicht so schwer. Ich sehe schon, wir haben jetzt keine irgendwie eine Lasche rüberziehen können oder so. Deswegen habe ich mir diese Schere hier besorgt und wir machen das einfach mal auf und gucken, wie weit wir kommen. Ausgezeichnet, das lief auch ohne Probleme, weg damit. So, jetzt ist die Tüte ab und jetzt müssen wir so gesehen nur noch den Deckel abnehmen. Während ich das mache, würde ich einfach mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Ich durfte, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, im letzten Jahr einen Surface testen und war sehr, sehr angetan davon. Und Microsoft war von meinem Testbericht sehr, sehr angetan und da haben wir gesagt, ey, wir gehen gemeinsam eine Kooperation ein. Und zum einen darf ich jetzt dieses Surface, mein Arbeitslaptop würde ich das jetzt mal nennen. Und ja, zum anderen auch so ein paar Sachen, so wo man mit dabei ist bei Microsoft, wo man so ein paar Sachen erfährt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da mitmachen darf und da werde ich auch ausführlicher nochmal in meinem Blog drauf eingehen. Hier soll es jetzt wirklich erstmal nur ums Auspacken gehen, wie gut kriege ich das hin mit meiner Einschränkung und alles weitere ausführlich dann im Blog. So, das hat sehr, sehr gut geklappt. Dann gucken wir jetzt mal, wie gut ich das Gerät hier rauskriege. Okay. Das ist interessant. Okay, ich hab's. Sehr, sehr gut. Ja, ich sage ja immer, nichts ist unmöglich. Das hat ein angenehmes Gewicht, kann ich schon sagen. Wir legen es erstmal beiseite und gucken mal, was noch mit in der Packung ist und widmen uns dann dem eigentlichen Star gleich. Okay, ich sehe schon, das könnte kompliziert werden, deswegen nehme ich einfach die einfache Variante. Ja, das war doch einfach. Weg damit. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Das scheint einfach perfekt. Das geht sehr, sehr gut für mich auf. Gar kein Problem. Mal gucken. Ich vermute mal, hier erwartet uns jetzt das. Netzteil. Ja, das muss ich jetzt nicht rausholen. Wir sehen, hier ist das Netzteil. Da kümmere ich mich dann gleich später drum. Hier haben wir jetzt so ein kleines Broschürchen, möchte ich es mal nennen. Mal gucken, wie wir das öffnen. Oh, perfekt, easy peasy, lemon squeezy. Da können wir auch lesen, Microsoft Surface Laptop. Kommen wir nun zum schönsten Moment. Es geht um das eigentliche Gerät. Ich dachte eigentlich, das Netzteil wäre das Tollste. Aber da war ja noch was dabei. Und kommen wir einfach zum schönsten Moment jetzt. Wir ziehen die Folie ab. Ich glaube, es gibt, egal bei welchem technischen Gerät, es gibt nichts Schöneres, als die Folie abziehen. Und wir sehen, vielleicht kann die Kamera mal nahe kommen. Und wir sehen, hier ist so eine kleine Lasche, an der man das Ganze so ein bisschen lösen kann. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist, aber das klappt. Einmal kräftig ziehen. Sehr kräftig ziehen. Und dann genießen. Sehr, sehr geil. Und natürlich noch hier die andere Seite. War ein bisschen straff, aber auch das hat sehr gut geklappt. Ja, und da haben wir jetzt das sehr, sehr schöne Gerät. Also es ist wirklich, man muss einfach sagen, wenn man schon mal oben drauf guckt, ist wirklich schön. Ich mache es nochmal
auf, damit man das hier auch nochmal sehen kann. Das ist schon wirklich schick. Das hat auch diese Alcantara-Oberfläche, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, das Auspacken, auch wenn wir jetzt so ein paar kleine Hindernisse hatten, das hat sehr, sehr gut geklappt, hat mir sehr gefallen auch. Das ist aber nicht alles. Ich habe auch noch was dazu gekriegt und darum kümmern wir uns jetzt. Mit dabei waren die AirMaus und der Pen für das Microsoft Surface, wo ich mich sehr, sehr freue über beides. Und da gucken wir natürlich auch noch mal ganz kurz rein. So, ziehen wir hier mal. Ich brauche helfende Hände! Und wie verzaubernd ist die Lasche ab. Und jetzt nur noch hier ziehen. Steck mir das mal zwischen die Beine. Oh, ausgezeichnet. Das ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Angenehm. Und da haben wir den Stift. Mit dem lässt sich dann auf dem Surface zum Beispiel auch schreiben oder zeichnen oder auch gewisse Dinge markieren, kopieren. Ich mag den Stift tatsächlich sehr. Und dann noch die AirMaus. Ich sag, bin ganz ehrlich, ich habe mir die schon mal voröffnen lassen, damit wir uns jetzt hier nicht wieder. Auch da ist es ein bisschen schwer mit diesen Klebebändern, aber wenn die ab sind, einfach den Deckel hochziehen und da ist die Maus. An dieser Stelle dann nochmal Dankeschön an Microsoft zum einen fürs Vertrauen und auch Dankeschön, dass ich hier Teil von diesem Ganzen sein darf, dass ich hier mitwirken darf und ich weiß, das ist ein Gerät, was mir im Alltag sehr, sehr helfen wird. Dankeschön dafür und mehr gibt's im Blog.